Um ins Internet zu kommen, braucht man zuerst ein Modem. Was macht überhaupt ein Modem? Der Name Modem setzt sich aus Modulieren und Demodulieren zusammen. Das Modem wird an die Telefonleitung angeschlossen, worüber nun das Internet empfangen wird. Der Zugang zum Internet ist passwortgeschützt, welches man zur Identifizierung beim Provider braucht. Wenn man zum Beispiel die Seite www.google.de aufrufen will, bekommt man eine Wartenummer, in unserem Beispiel die 4, und der Provider checkt das Passwort. Dann wird die Anfrage weitergeleitet an den Auskunftsrechner in Frankfurt, welcher die Anfrage in einen Zahlencode, die IP/TCP, umwandelt, da Rechner nur mit Zahlen arbeiten können. Wenn der Weg einmal versperrt ist, sagen die Computer, wo es lang geht. Diese Adresse wird nun zurück an den Provider geschickt, welcher dort die vollständige Anfrage an den adressierten Server sendet. Wenn die Anfrage vom adressierten Server akzeptiert wird, wird eine Kopie der Seite an den Rechner gesendet. Und die Seite erscheint auf dem Monitor. Dieser Vorgang erfolgt in sehr kurzer Zeit.